Hallo und willkommen zur nächsten Folge von The Zero Project. Das ist Folge 6 und ja, die Baumfarm funktioniert nicht ganz. Wir haben hier mal eine kleine Stromleitung gelegt. Geht darüber, also das habe ich nicht gezeigt, ne? Es geht darüber. Ich habe die Wascheräder fertig gebaut, die gehen da rein. Da habe ich zwei weitere Speicherzellen gebaut und die bringen den Strom hier rüber. Allerdings reicht es irgendwie nicht. Es hat kurzzeitig funktioniert, sieht aber so aus, als würde der Strom nicht reichen. Hat es alles leer gesaugt und ja, na? Obwohl, ich könnte mal nachgucken, weil mir kommt das echt ziemlich komisch vor, weil er arbeitet ja überhaupt nicht. Und das sollte er eigentlich schon. Von dem her habe ich im Gefühl, dass das nicht stimmt. Deswegen gehe ich da jetzt mal rüber. So. Na komm. Nein. Okay. Hier haben wir Input. Hier haben wir Out. Das lädt sich auf. Die laden sich alle auf. Das geht dann von da darüber. Hier rein, darüber, darauf, darüber, hierüber und schlussendlich da rein. Das müsste funktionieren. Okay. Wenn die sich da hinten aufladen. Jetzt funktioniert's. Und wieso funktioniert es da dran jetzt nicht mehr? Jetzt funktioniert es wieder. Okay. Sieht nach Bug aus. Auf jeden Fall funktioniert die Baumfarm jetzt wieder. Ja, ich habe die Folge schon mir Gedanken darüber gemacht, was wir machen werden. Und zwar werden wir Tinkers Construct Tools bauen. Und zwar nur eher Pickaxe und Schwert. Den Rest baue ich dann alles offscreen, so an Tools, was ich brauche, damit wir das halt so gesehen haben, ne? Und dafür habe ich das hier vorbereitet. Hier habe ich schon alle Stencils gemacht, was es gibt. Also der ist jetzt eigentlich unnötig. Und das erste, was wir tun müssen, ist die Toolstation abreißen. Dann brauchen wir Copper. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ah, Kupferblöcke nimmt das die vom Mechanismus, oder? Ja. Okay, so, dann kommt das Kupfer. Ne, okay, dann haben wir doch nicht das Kupfer. Egal. Dann brauchen wir Zero Bricks. Sollte man davon nichts mehr haben. Doch, genügend. Einmal, zweimal und dreimal. So. Übrigens, ich glaube, ich habe die Maus gefixt. Ich gucke gerade. Ja, müsste jetzt passen. Dann haben wir jetzt eine Toolforge und was die kann, ist ganz einfach, die platzieren wir und mit der können wir jetzt alles machen. Mit der vorherigen konnten wir nicht alles machen. Das können wir jetzt. Und wir müssen auf jeden Fall Kobalt abbauen. Ich möchte nämlich Kobalt-Tools und dafür müssen wir die Goldteile hier nehmen. Dann brauchen wir ein bisschen Gold. So, 12 Stück. Müsste reichen. Das kommt dann hier rein. Ah, wir haben schon ein bisschen Gold. Okay, dann habe ich auch zwei Lava-Eimer geholt. Die leeren wir jetzt hier rein. Zusammen mit Wasser. So, hier. Slime-Sling. So. Also, wir leeren das auf jeden Fall mit dem Wasser zusammen. Dann bekommen wir jetzt nämlich hier drinnen, das seht ihr, bekommen wir jetzt Molten Obsidian. Das werden wir gleich brauchen, denn wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein Sharpening Kit. Das da. Das kombinieren wir mit. Geht normaler Stein auch? Ja. Das kombinieren wir mit Stein. Dann bekommt man ein Sharpening Kit. Das legen wir rein. Wählen Gold aus. Machen uns einmal. Ah, muss mich mal umsetzen. So. Machen uns damit einmal. Ne, Mikrofon. So. So. Okay. Machen uns einmal. Ein Sharpening Kit, genau, und dann wählen wir Obsidian aus. Das fließt da dann rein. Dann brauchen wir ein bisschen Eisen, nicht viel. Und Holz. Puh, Holz haben wir ja gar nichts, wie ihr wisst. Doch, natürlich. Hier. Ach so, und ja, des Weiteren, dadurch, dass wir jetzt genügend Holz haben, wir haben jetzt nämlich schon 1400 irgendwas, habe ich das da oben schon mal relativ fertig gebaut. Also. Nein, ich lang noch nicht fertig, aber mal die Reihe, habe ich mal angefangen, alles einzusortieren. Ich sortiere das Ganze nach den, ja, nach Just Enough Items hier, nach der Reihe.
der Blöcke und ja, das, hier haben wir zum Beispiel dann Wolle, das passt alles. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal Eisen einschmelzen. So, schmelzen wir Eisen ein, nehmen das raus und Holz haben wir, genau, dann machen wir uns, ich habe eine Kitschablone, kann zurück, dann machen wir uns einmal eine Händel, so, und einen Binding Tool und dann könnten wir daraus direkt schon die Goldschablonen gießen lassen, denn die brauchen wir sowieso. Ja, von dem Griff haben wir auch noch nichts. Also können wir das eigentlich auch gleich schließen. Gießen, nicht schließen, so. Mach schneller mal bitte. Genau, das brauchen wir sowieso jetzt gleich. Dann können wir die mal nicht da rein, sondern hier reinlegen. So. Und dann machen wir Eisen, gießen das rein und jetzt haben wir Folgendes. Das Ganze härtet jetzt und wenn das jetzt fertig ist, haben wir einen Eisenkopf und das können wir jetzt hier drin kombinieren. Ach, die Holzteile hat es jetzt natürlich aufgebraucht, ne? Also einmal das. So, und dann kombinieren wir das jetzt und jetzt haben wir eine Eisenpickaxe. Hier, wie ihr seht, eine Eisenpickaxe. Die kann jetzt kein Kobalt abbauen. Wenn wir jetzt allerdings schlafen gehen, weil es gefühlt alle 3 Sekunden Nacht wird und mich das echt tierisch aufregt. Und naja, was soll man machen? In 1.14 haben wir dann sowieso noch eine Bestrafung dafür, wenn wir nicht schlafen gehen. So, passt auf. Wir brauchen Flint. Wir brauchen Flint. Hier. Denn wir kombinieren jetzt das Sharpening Kit mit einem Flint. Das war für mich auch zuerst irritierend, dass man noch einen Flint braucht. Und dann haben wir Mining Level Kobalt. Das bedeutet, wir haben jetzt eine Eisenspitzhacke, die Mining Level Kobalt hat. Das bedeutet, wir könnten jetzt auch Obsidian abbauen. Das brauchen wir aber jetzt aber nicht. Jetzt machen wir Slash Home. Gehen in die Hölle rein, die ein bisschen hakt jetzt da durch die 4K-Auflösung und ich die neue Grafikkarte noch nicht habe. Muss ich noch bestellen. So, pass auf. Hier rein. Nein? Okay. Ja. Ist sogar relativ in Ordnung. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal Kobalt. Und mich regt das echt auf, dass wir in so einem Scheiß-Biom generell spawnen. Hier rüberkommen. Okay, gut. So, okay. Jetzt beruhig dich mal ein bisschen. Wir sind in der Hölle. Das ist, das packst du schon. Das scheiß Natura regt mich echt auf. Du findest nichts, was du brauchst. Nichts. Hier haben wir Kobalt. Also das ist Kobalt, das können wir jetzt abbauen. Und davon brauchen wir ein bisschen was. Hier haben wir gleich relativ viel sogar davon. So. Des Weiteren brauchen wir Ardite, denn ich möchte. Ach ja, dadurch, dass das eine Eisenpickaxe ist, hat die Magnetismus drauf. Hier haben wir ein bisschen Ardite. So. Das brauchen wir eigentlich, ich glaube, nur zwei oder so. Ach ja. Für das Schwert, das möchte ich gerne aus Manolin bauen. Keine Ahnung, wie genau man das ausspricht. Manylin. Ja, ich glaube, ich habe es richtig. Manylin. Okay. Blöcke auf Quarz. Okay. Hier haben wir mehr Kobalt, mehr Ardite. Ich werde wie offscreen wahrscheinlich ziemlich viel Kobalt dann farmen. Weil ich ja gerne auch so einen Hammer und so einen Excavator bauen möchte. Ich möchte nur die Tinker's Construct Tools. Eigentlich hätte ich mir schon fast überlegt, sie offscreen zu bauen. Allerdings ist das doch. Was? Ja, das nehmen wir mit. Ist das doch eine, ja, relativ gute. Hier. Ist das relativ wichtig, meiner Meinung nach, es in der Folge zu haben.
Für den habe ich mich einfach dafür entschieden, das jetzt in der Folge zu nehmen. Und jetzt machen wir Slash Spawn. So. Okay. Gut. Also. Dann sind wir jetzt zurück hier und craften uns quasi jetzt die geilen Tinkers Construct Tools. Dafür schmelzen wir jetzt einfach mal das ganze Kobalt, was wir haben, ein. Das macht nämlich gar nichts. Dann nehmen wir... Ne, das brauchen wir. Wir brauchen auch die zwei. Möchte ich die komplette Pickaxe nur aus Kobalt haben? Ich glaube es fast. Ja, eigentlich schon. Machen wir mal. Haben wir einen Emerald bereits? Ich glaube fast nicht. Wir können ja so tun, ne? Ja, wir haben verdammt, woher haben wir so viele Emeralds? Okay, ich dachte, das würde jetzt ein Problem werden, aber wie es aussieht, nicht. Da braucht man einen Silky Jovel. Dafür brauchen wir Strings. Strings. Was kein Problem ist tatsächlich, fällt mir gerade ein, denn wir haben ein bisschen Wolle. Das müsste eigentlich auch gehen. So, wir haben ein bisschen Wolle. Und die können wir nämlich zurückverarbeiten hier im Pulverizer. So. Wir könnten... Warte, wir nehmen das mal mit. Bauen den mal ab. Denn wir können den ja... hierhin platzieren. So. Dann nehmen wir das und den ganzen Mist wieder weg. So. Das da oben drauf dann. Und das dann hier ran. So. Gut, dann hast du wieder komplett Strom und funktionierst jetzt. So. Also, dann machen wir uns mit... Kobalt ist jetzt mittlerweile schon durch wahrscheinlich. Genau, dann wählen wir das jetzt mal aus, gießen das hier rein. Dann brauchen wir viermal Gold. Das legen wir hier rein. Umranden das einmal. Silky Cloth. Genau, dann holen wir uns mehr. So, noch einmal. Silky Cloth. Noch einmal. Und Schluss und ergreifend. Noch einmal. Die restlichen können zurück. Wir haben hier einen Controller. Wenn wir da jetzt Rechtsklick draufhalten, wird alles aus unserem Inventar genommen und hier einsortiert. Ja, das ist relativ cool. So. Silky Cloth. Wir haben nicht genügend Strings, oder? Ich habe wirklich zu wenig. Nein. Verdammt. Nein, Mist. Okay, wir müssen zurück. Wir müssen uns einen weiteren String ergattern. Nehmen wir mal Black Wool. Davon haben wir auch viel. So. Ich dachte eigentlich, dass jetzt im Secondary... Okay. Ich beschwere mich jetzt einfach mal nicht. So. Silky Cloth, genau. Und wenn wir jetzt vier Silky Cloths und ein Emerald, dann bekommen wir jetzt ein Silky Jovel. Und was wir damit machen können... das ist relativ... Ja, das zeige ich euch einfach gleich. Dann schmelzen wir das noch aus Kobalt. Das kann zurück, das werden wir wahrscheinlich... Ja doch, ich werde es offscreen noch einmal benötigen. Ich werde nämlich zwei Pickaxes machen. Eine, die den Silky Jovel nicht drauf hat. Und ich zeige euch gleich, was der macht. Passt auf. Also, wir können jetzt uns eine Pickaxe machen. Wir könnten die natürlich abwechseln, zum Beispiel auch mit Papier machen, damit sie mehr Modifier haben. Mir reicht aber eine komplette Kobalt Pickaxe vollkommen aus. Jetzt nehmen wir die raus... Und packen gleich als ersten Modifier den Silky Jovel drauf. Was das macht, ist, dass die jetzt Silk Touch hat. Also wir haben jetzt eine Silk Touch Pickaxe, wenn ich das jetzt abbaue, ne? Grasblock. Was so gar nicht schlecht ist, fällt mir gerade auf. Weil ich das sowieso noch, Grasblock muss ich sowieso noch einsortieren. Davon werden wir auch genügend bekommen gleich. Das kommt vor Dirt, also hier. Okay, gut, dann haben wir den jetzt auch einsortiert.
So, genau. Dann das nächste Upgrade, was drauf kommt, das können wir uns auch gleich machen, denn wir haben hier unten ja tatsächlich einen Spawner. Genau, den wollte ich ja letztes Mal schon zeigen. Der ist direkt hier. Wenn das jetzt eine Vanilla-Welt wäre, dann wäre das einfach jetzt das Geilste überhaupt, hier einen Mob-Spawner zu haben. Dadurch, dass wir aber modded spielen, weiß ich nicht, ob das jetzt so spannend cool ist. Ja, nee. Warum kann mir sowas in Vanilla eigentlich nie passieren? So. Ich glaube, irgendwo da unten habe ich mal noch einen gefunden, so relativ in der Nähe. Genau, wenn wir jetzt 9 zusammen craften, bekommen wir einen Bell of Moss. Und früher hat der tatsächlich schon gereicht, mittlerweile nicht mehr. 8, 9. Wir haben nicht mehr, oder? Nein. Egal, probieren wir mal den Rest. Also, wir brauchen einmal, zweimal, dreimal. 3 Strings haben wir sogar perfekt. Und dann brauchen wir 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, so 6 Stück Pattern. Und damit craften wir uns 3 Bücher. Das Holz hat es jetzt einsortiert, ne? Genau, euch kill ich jetzt mal. Ich brauche die XP. Gebt mir mehr XP. Na komm. Ach, Mann. Wir brauchen 10 Level. Ja, muss ich gleich schauen. Da unten ist ein Zombie, der nichts gedroppt hat in Experience. Warte, wir machen mal so. So. Komm, spawnt. Spawnt, meine lieben Zombies. Spawnt. Also, wir brauchen nämlich nur genau 10 Level. Also, wir brauchen genau 10 Level. Ach ja, wir haben jetzt extra Bits Manipulation. Jetzt könnten wir uns eine eigene Rüstung chiseln. Also wirklich eine eigene Rüstung zusammen pixeln. Und die könnten wir dann quasi, ich glaube, als Hauptrüstung verwenden. Die würde dann zählen wie Diamant. Oder wir legen sie einfach in den Chiseled Armor Slot hier. Dann können wir sie über unsere Armor anlegen. Können uns also eigentlich eine eigene coole, geile Rüstung machen. Und die tragen wir dann einfach über der normalen Rüstung. Also wenn wir zum Beispiel eine Quantenrüstung tragen würden, die uns Schnelligkeit gibt und so, dann würden wir das nicht irgendwie ja quasi nicht haben, weil wir ja nicht laufen können, sondern wir würden es haben und ja. Des Weiteren reiße ich das mal hier ab. Jetzt hier ein Bookshelf rein. Das ist ein Chisel Block, den schmeißen wir einfach weg. Weil das brauchen wir für Ball of Moss, da klicken wir jetzt drauf. Dann gehen die 10 Level weg. Wir haben einmal Manning Moss. Das kombinieren wir mit der Pickaxe. Jetzt haben wir da Manning Moss drauf. Und das bedeutet, die Pickaxe repariert sich von selbst. Das dauert so eine Weile. Man muss es einfach nur in der Hotbar haben. Und dann repariert sich das Zeug von selbst. Außer sie haben es geändert, dass man mittlerweile auch XP dafür braucht. Aber achtet einfach drauf. Wir haben nicht viel damit abgebaut. Das dürfte nicht so lange dauern und die Pickaxe müsste wieder ganz sein. So, dann könnten wir noch. Einen Modifier haben wir ja noch über. Würde ich natürlich sagen, wir ballern Redstone drauf. So 50. Genau, so. Also wir ballern Redstone drauf. Ja, so. Gerade nach rechts gesehen. So, dann haben wir Haste. Und jetzt ist sie auch noch schneller. Jetzt haben wir eine Silk Touch, selbstreparierende, schnelle Pickaxe. Können wir mit der Schnelligkeit noch aufleveln. Also, sie ist schon relativ schnell. Also, mit der zu bauen ist jetzt schon viel besser als wie mit der anderen. Nur, ja. Und das zum Beispiel bekommen wir jetzt auch mit Silk Touch, ne? Ist jetzt alles Silk Touch-mäßig. So, und warum ich das gemacht habe, ist, weil wir etwas besorgen wollen. Allerdings weiß ich nicht. Red. Genau. Das werden wir nicht haben. Doch. Okay. Wir haben etwas Episches. Wir können uns nämlich. Passt auf. Das wird jetzt richtig, richtig geil. Wir gehen jetzt uns eine Höhle mal suchen. Also, irgendwo muss eine Höhle sein. Hier.
Nee, ich glaube, da war ich drin, da geht's nicht runter, ne? Nee. Verdammt. Eigentlich wollte ich auch noch was anderes machen, aber das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Das müsste ich bis nächste Folge vorbereiten. Ja, nee. Mist, verdammt. Wir brauchen unbedingt eine Höhle. Ich möchte mich nicht jetzt einfach runtergraben, weil wir das, was ich nächste Folge wahrscheinlich bauen werde, das besitzen wir noch gar nicht. Von dem her haben wir da ein Problem. So, kannst du mir nicht... Ja, hier. So, also dann gehen wir da jetzt runter. Nein, ihr seid mir alle egal. Wir müssen nur ganz tief in die Höhle rein, obwohl es ja das Ganze ist mir nicht egal. So, so. Tief in die Höhle rein. Es geht nicht mehr tiefer hinein. Ihr seht wahrscheinlich jetzt gerade gar nichts durch YouTube. Ah, genau, da geht's rein. Okay, so. Es ist immer noch tief genug wahrscheinlich, ne? Komm. Hier Creeper. Okay, so. Ich bin wieder ziemlich konzentriert, deswegen rede ich wieder so wenig. Aber wir müssen auf jeden Fall tief in die Höhle rein. Denn wir brauchen etwas, was es nur ganz unten gibt. Die Rede ist natürlich vom lieben Redstone. Denn damit können wir jetzt gleich was richtig Geiles bauen. So. Na komm, jetzt müssen wir es gleich haben. Ach, da oben ist ein Enderman, den muss ich eigentlich töten. Denn wir brauchen Enderperlen natürlich auch. So. Natürlich. Wieso bekomme ich Damage? So, okay, der hat keine gedroppt. Na komm. Drop du eine. Ja, okay, eine Enderperle. Hier ist jetzt Lava-Ebene. Mann. Ach, hier sind Rock-Hypes. Ja, Biene möchte ich eigentlich auch gerne machen. Das Problem ist, das würde ich dann wahrscheinlich cutten. So. Ah ja, wir bekommen jetzt natürlich nur noch Stein. Stimmt, vergessen. So. Hier. Ach, sogar die. Sogar. Ja, nice. Nice. So. Dann bauen wir natürlich die aus. Das war jetzt nicht beabsichtigt, aber okay. So. Redstone. Ja, natürlich, euch können wir nicht aufheben. Die haben wir aber, ja. So, eigentlich, wir brauchen quasi nur einmal Redstone. Aber ich nehme natürlich das alles mit. So, und jetzt machen wir Slash Spawn. Und machen jetzt nämlich etwas Phänomenales. Und zwar, wir sind bei 23 Minuten. Das werde ich noch hinbekommen. Komm, das schaffen wir noch. Also, wir brauchen Immersive Engineering. Das da. Dafür braucht man ein Engineering's Workbench, genau, das weiß ich. Dafür brauchen wir einen Zaun. Der kommt hier hin. Dann kommt das hier hin, das kommt dahin und die kommt hier hin. Dann haben wir eine Engineering's Workbench. Die stellen wir jetzt mal hier hin. Und dann braucht man ein ganz bestimmtes Blueprint und zwar... So. Ach, da zeigt es jetzt alle an, ne? Okay, das bekommen wir irgendwie hin. Also Aluminium, Copper, Iron, dreimal Lapis und dreimal Papier. Einmal, zweimal, dreimal. So, dann könnten wir rein theoretisch
das ist es, ne? Ja, könnten wir das craften. So, das legen wir jetzt hier rein und jetzt können wir uns eine Vakuum-Tube machen. Mit Vakuum. Muss ich kurz gucken, wie man die craftet. Genau, mit zweimal Copper Wires. Also damit machen wir, dann machen wir einfach Kupferplatten und dann machen wir uns mit unserer Schere zweimal Copper Wires. Dann brauchen wir einmal Glas. Hier haben wir Glas, ne? Ja. Komm. Einmal Glas. Da rein. Und Redstone. Ja, das ist ein leichtes Rezept. Einmal Redstone. Hier. Einmal Redstone. Und dann bekommen wir Vacuum Tubes. Ich glaube, das unter Anführungszeichen schwerste geschafft. Nein, eigentlich nicht, denn wir brauchen Stahlplatten, verdammt. Stahl haben wir hoffentlich noch ein bisschen. Ja, genügend. Genügend haben wir. Stahl. Dann machen wir uns gleich ein paar Stahlplatten. Molten Steel. Verdammt, ich wollte eigentlich das Schwert auch noch bauen. Ja, wird eine ein bisschen längere Folge. Das Schwert werden wir nämlich auch jetzt auch noch bauen. Dafür brauche ich das Adite, was wir abgebaut haben. Das Adite, was wir abgebaut haben. Wo, achso, hier. Okay, dann wieder zurück, mein Fehler. Dann legen wir zweimal Adite da rein. Einmal, zweimal. Nicht, dass ich mich jetzt gerade vertue, ne? Wir brauchen doch Add Immersive Engineering. Wir brauchen doch dafür nur Iron Plates. Nein! Nein, verdammt! Okay, dann haben wir mal Stahlplatten auf Reserve. Viermal. Okay, wir brauchen Iron Plates. Mist, daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Nebenbei könnten wir uns um ein Schwert kümmern. Und zwar machen wir uns das. Das ist der Griff, den vergolden wir einmal. Und den würde ich gerne aus Kobalt machen. Und den Griff eigentlich auch gleich. So, den Griff auch gleich. Dann machen wir uns ein Swordblade. So. Das kommt da rein, das wird wieder vergoldet. Und dann machen wir Manulinen, wovon wir genügend haben. Gut. So. Manulin ist nämlich stärker fürs Kämpfen. Also Manulin ist fürs Kämpfen da, Kobalt für eigentlich die Tools am besten. Also das ist so immer so, ja, meiner Meinung nach das Beste. So, das ist immer so das Schwert, was ich mache. Ich mache mir irgendwie nicht so einen Cleaver, so seit 1.7 nicht mehr. Ich mache mir immer so ein Schwert. Und was das Kobalt bewirkt, dass wir zwei beide Sachen aus Kobalt gemacht haben, das ist, das verringert tatsächlich den Hit-Delay. Das ist jetzt nicht etwas, was mich sonderlich interessiert. Aber es ist tatsächlich so. Also wenn wir schauen, ne, das braucht so lang und das ist ein Tacken schneller. Also das hat 1,6 Attack Speed, das hat 1,76 Attack Speed. Und umso höher der Attack Speed ist, naja, also da ist es nicht so, umso tiefer die Zahl ist, umso besser, sondern umso höher, umso besser ist die Zahl. Ne? Eine Axt zum Beispiel ist langsamer und hat eine niedrigere Zahl. Ich glaube 0,9. Ja, das ist halt so. So, gut, dann essen wir ein bisschen Brot. Unser Schwert haben wir. Ich werde offscreen schauen, dass wir ein bisschen Manning Moss drauf kriegen. Was ich allerdings machen kann, um es euch zu zeigen, ist, wir ballern ein bisschen 20 haben wir. Wir ballern ein bisschen Quarz drauf. Denn das erhöht die Stärke. Wir haben eine Stärke von 10,72 Attack Damage. Ballern wir das drauf. 11,18 Attack Damage. Also wir haben es ein bisschen geschärft. Das hat jetzt einfach stärker das Schwert. So. Und die Pickaxe brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ich lege die aber jetzt einfach hier hin. Dann, was wollte ich machen? Wir haben Molten Iron, genau. Damit wollte ich gießen Platten, denn wir können ja Iron Plates nicht, wir können Iron Plates ja nicht, na, craften, weil das Rezept haben wir ja entfernt. Wir müssen das hier drin machen. Dann härte du bitte einmal, zweimal,
Wir brauchen dann unbedingt eine Maschine, einen Compactor oder so für die Platten. Dreimal, viermal. Ach, schneller jetzt. So, viermal. Und ich glaube, es war ein Kupfer, ja. So, also einmal Kupfer, viermal Eisenplatten. Genau, und das ist jetzt eine Iron Mechanical Component. Das wird, glaube ich, generell nur zum Craften verwendet. Dann brauchen wir mehr Treated Wood. Das haben wir wahrscheinlich jetzt gerade nicht. Deswegen machen wir mal so, holen uns einen Eimer. Machen uns ein Creosote Bucket, legen das da rein, legen das hier hin, legen das dahin, legen eine Vacuum Tube hier hin und holen uns viermal Glas, was wir nicht haben. Das war ja wieder klar. Also einmal, zweimal. Dreimal, viermal. Am liebsten wäre es mir eigentlich. Vielleicht installiere ich wirklich noch Tinkers Add-ons. Da könnte man dann noch Tools zum Beispiel aus Mana Steel machen. Und Mana Steel, wisst ihr ja, hat ja die Eigenschaft, es repariert sich mit Hilfe von Mana. Das wäre dann sogar besser. Dann würde ich vielleicht die Pickaxes neu machen. Oder, na, ich weiß gar nicht, man kann das nicht mehr runternehmen, ne? Vielleicht mache ich die, ja, die vielleicht nicht. Ich hab keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Vielleicht statt Manning Moss irgendwas anderes drauf. Ja, eigentlich brauche ich nichts anderes. Ne, auf der brauche ich eigentlich nichts anderes. Aber wenn wir einen Teil aus Mana Steel machen würden, dann wäre das halt dauerhaft komplett repariert, weil das halt dann das Mana aufbraucht. Ja, das wäre vielleicht besser. Genauso beim Schwert. Weil ich brauche ja eigentlich den hohen Attack Speed nicht. Einfach, und es muss ja nur ein Teil sein. Also wir könnten den Griff machen. So, wir haben eine Garden Glosh und das ist meiner Meinung nach so. Das übertriebenste Teil, was es einfach meiner Meinung nach gibt, weil man damit so viel Schlimmes anstellen kann, quasi in Bezug auf Farmen. Das finde ich auch ziemlich witzig, die Geschichte hinter denen, denn eigentlich hat sich ja der Macher von Immersive Engineering ganz klar gegen zu Autofarms entschieden, weil er nicht wusste, wie er das am besten designt. Aber jetzt gibt's das. Und genau, wie funktioniert das Ganze? Das ist relativ simpel. Es kann nur ein Crop auf einmal quasi wachsen. Und zwar könnt ihr hier unten, legt ihr quasi rein. Hier oben geht nicht, ne? Hier unten könnt ihr quasi alles reinlegen. Das wird wie Netherrack gerendert. Das ist halt Gravel. Also hier unten legt ihr quasi rein, was die Pflanze braucht zum Wachsen eben, weil es gibt das dann, die brauchen Sand oder die brauchen Dirt. Und wir zum Beispiel wollen eine Red Orchid machen. Die lässt uns Redstone, gibt uns Redstone. Die können wir hier reinlegen. Die würde jetzt aber nicht wachsen, denn sie muss auf einem Redstone-Block sein. Und das funktioniert da drin. Und jetzt wird mit Strom das Ganze wachsen. Nur brauchen wir dafür Fertilizer. Und da können wir zum ersten Bone Meal verwenden. Ich weiß gar nicht, ob das mit Bone Meal alleine auch gehen würde. Ich glaube nicht. Nee. Bone Meal würde das Ganze ein bisschen verbessern. Allerdings brauchen wir Wasser. Dafür brauchen wir eine Pump. Das wäre, glaube ich, ja, leichteste weiß ich nicht. Wahrscheinlich aber schon. Also wir brauchen dafür mehr Eisen. Zunächst einmal. Wir brauchen ein bisschen was an Eisen. So. Das legen wir da rein. Das steht. Dann machen wir uns in der Zwischenzeit. In der Zwischenzeit machen wir das mal generell so, dass wir, glaube ich, nichts anderes drin außer Eisen, Molten Iron. Dass wir die hier rauflegen und einschalten. Genau so. Dann brauchen wir einen normalen, ganz stinkigen Drawer. So. Also Drawer. So. Oak Chest, Basic Drawer. Genau, den legen wir nun hier hin. Und machen uns oder holen uns ein Item Duct. Falls wir sowas noch haben. Wir haben doch bestimmt noch ein Item Duct.
Item Tag, wo bist du? Kein Item Tag mehr? Okay, ist ja nicht so schwer zu craften. Dafür brauchen wir einfach nur zweimal Tin, einmal Lead, zweimal Tin, einmal Lead. Item Ducts. Dann brauchen wir einen Servo. Dafür brauchen wir einfach nur ein bisschen Redstone. Zwei, na, so. Ich bin so übermüdet. Okay, Servo. So, haben wir einen Servo? Genau, dann könnten wir das machen. Das schalten das ein. Und vom Prinzip her würde das Ganze jetzt funktionieren. Das würde uns jetzt Redstone geben. Das ballern wir jetzt mal hier rein. So. Und ja, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch unsere Pumpe. Dafür brauchen wir Stahlplatten. Nein, verdammt. Okay, also wir brauchen für eine Pumpe von Immersive Engineering, das ist glaube ich so die einzige, die wir wirklich zum jetzigen Standpunkt machen können, aber die ist ja eigentlich genauso gut wie alle anderen. Ja gut, ja, andere können vielleicht ein bisschen schneller pumpen. Ist das jetzt in dem Bezug relativ egal. Wir brauchen auf jeden Fall eine Pump. So, und die braucht nur Stahlplatten. Die besteht wirklich nur aus einem Kupfer und nur Stahlplatten. Das ist eigentlich ein bisschen witzig, wenn man drüber nachdenkt. So, ein Block. Gib mir das sechste Stück. Genau, so. Dann können wir uns da die Fluid Pipes machen. Das sind Fluid Pipes, die wir tatsächlich auch verwenden könnten. Das werden wir vielleicht auch tun gleich, dass wir die verwenden. Und drei Platten, genau so. Dann können wir hier die drei Platten hinlegen. Hier das, eine Fluid Pump. Und jetzt folgendes. Wir haben einen Wasseranschluss hier. Hier kommt die Pumpe ran. Wir müssen aber einen Output definieren. So. Ja. Ja. So, da kommt das Wasser rein. Also, das ist natürlich alles provisorisch, ne? Es bleibt hier nicht stehen. Allerdings möchte ich das zeigen, dass es funktioniert und ich werde das alles dann später versetzen. Und schön bauen. So, so mache ich das hier immer. So, dann kommt hier eine Fluid Pump drauf. Das kommt weg. Hier kommt der Output wieder dran. Hier kommt Fluid. Dann brauchen wir nochmal einen LV-Connector und einen LV-Wire. Haben wir noch perfekt genau eins. Das kommt jetzt da oben drauf. Und jetzt kommt das, was mich immer wieder verwirrt bei, also was ich immer wieder vergesse und ich dann wieder gefühlt stundenlang verwirrt bin, weil ich nicht checke, warum es nicht funktioniert. Und zwar braucht die Pumpe noch einen Hebel. So. Jetzt müsste das funktionieren. Das bekommt Wasser und ihr seht, wie schnell das wächst. Das wächst und jetzt schon wieder Redstone. Und jetzt schon wieder Redstone. Und das kommt hier rein und wenn wir jetzt sehen, es geht einfach nur hoch. Und das reicht aus für genügend Redstone. Und wir haben sogar noch ein Bone Meal reingeballert. Das bedeutet, es geht noch schneller. Ja. Und ich würde sagen, Leute, ich drop diesweise mal hier so hin und probier mal. Nein. Nein. So. 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 Okay. Dann habe ich ein Thumbnail für die Folge und ich würde dann sagen, ja. Ja, doch, das reicht schon. Ich würde dann sagen, Leute, das war's für die heutige Folge. Wir haben schon wieder 40 Minuten. Das ist perfekt, wir haben uns auf jeden Fall zwei Kobalt-Tools gemacht und sogar, das war quasi nicht geplant, aber weil wir eben so einen, ja, kleinen Redstone-Mangel hatten, dachte ich mir, machen wir das gleich, wenn wir das Silk-Touch raufballern. Und es hat geklappt. Also das war jetzt gar nicht geplant, wirklich, aber es läuft. Okay, gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei The Zero Project 3 zu Folge 7. Und dann sage ich auf Wiedersehen und ciao!